Willkommen im Wilhelm Haack Museum. Wir heißen euch herzlich willkommen zu einem weiteren Art Hack. Und heute soll es um den Siebdruck gehen. Und ich möchte euch das Beispiel von Werner Berges vorstellen, nennt sich Landschaften und ist 1972 entstanden. Wenn man näher geht, ist das Erste, was auffällt bei diesen Landschaften, tatsächlich, dass man zunächst mal erst Frauenfiguren sieht. Das ist das Erste, was auffällt. Dann fällt auf, dass die Farben reduziert sind, also sprich, wir bewegen uns in einer farbigen Palette, die sich nur mit Blautönen beschäftigt. Als Nichtfarbe sozusagen kommt das Weiß dazu und so ein bisschen noch Grau, um einen Kontrast zu bekommen. Was noch auffällt, die Frauen haben keine Gesichter, denn im Grunde genommen, man merkt es schon an dem Titel, es heißt Landscapes, verblenden sich dadurch die Frauengestalten mit der Landschaft, also sprich mit dem See oder mit der See, die da im Hintergrund zu sehen ist. Für den Siebdruck brauchen wir einen Rahmen. Da ihr das zu Hause nachmachen sollt, gebe ich euch drei Varianten. Einmal tatsächlich den sehr stabilen Rahmen, den man auch ganz, ganz oft wiederverwenden kann. Dann einmal eine Schnellvariante mit einem gekauften Bilderrahmen. Und als drittes zeige ich euch eine Variante, wie man sich einen Rahmen selber machen kann. Der ist allerdings nicht ganz so stabil. Der wird für 10 Drucke reichen und dann muss man ihn wieder neu machen. Sprich, ganz von vorne anfangen. Wir beginnen aber zuerst mit dem, der sehr stabil ist. Dazu braucht ihr Holzleisten, die ein bisschen tiefer sind. Am besten ein Vierkantholz von mindestens 5 cm. Wäre ideal, geht aber auch mit 1 cm. Ich habe da mal was vorbereitet. Ihr nehmt die 4 Teile, setzt sie dann aneinander und klebt einfach eine stumpfe Eckverbindung. Tatsächlich mit einem Holzleim das Ganze festkleben. Sollten die Leisten dann fest sein, nehmt ihr einen Tacker, die Gaze oben drüber ziehen und dann tatsächlich mit einem ganz einfachen Tacker festtackern. Das ist die Idealvariante. Ich weiß, nicht jeder hat Werkzeug zu Hause, nicht jeder hat diese Siebdruckgaze auch zu Hause, die ist nicht ganz leicht zu beziehen. Deswegen zeige ich euch im zweiten Schritt eine einfachere Variante. Das wäre diese Version. Ihr kauft euch einen handelsüblichen Bilderrahmen. Das ist völlig egal, was es ist. Ideal wäre das, wenn der Rahmen aus Holz bestehen würde. Das macht es ein bisschen stabiler. Ihr braucht dazu noch Mamas Strumpfhose, möglichst, bitte erstmal vorher fragen wegen der Strumpfhose, ob ihr sie tatsächlich zerschneiden dürft. Und es wäre gut, wenn die Strumpfhose etwas stabiler wäre, also so 80, 90 Webfadendichte wäre ganz gut. Dann schneidet ihr einfach ein Bein ab von dieser Strumpfhose, habt dann im Prinzip dieses Kästchen und klebt mit dem Tesakrepp das einmal außenrum. So, fertig ist der Siebdruckrahmen. Das gleiche Prinzip könnt ihr natürlich auch mit Pappe oder einem festeren Karton machen. Ihr nehmt euch 2 ungefähr gleich große Kartons oder Scheiben, schneidet 2 Rahmen aus und dann, ich zeige es jetzt an der Strumpfhose einmal, nehmen wir wieder den Rest unserer Strumpfhose. Und bei der Variante können wir es tatsächlich einfach einmal drüber ziehen. Achtung, guckt, dass ihr keine Laufmaschen reinkriegt. Und der zweite Rahmen ist einfach, damit es ein bisschen stabiler ist. Und schon fertig ist der dritte Rahmen. Und der ist tatsächlich am einfachsten, wird aber wie gesagt nicht ganz so oft halten oder nicht so lange halten. Damit könnt ihr ungefähr 10-mal drucken. Dann wird das Sieb einfach zu weich und zu sein. Im Gegensatz zu dem, da könnt ihr ungefähr 15-mal drucken, je nachdem, was für eine Strumpfhose ihr benutzt habt. Und bei dem, den könnt ihr immer wieder waschen und neu benutzen. Also, wir haben uns die Rahmen gebaut. Soweit sind wir fertig. Jetzt brauchen wir noch die Motive, die wir entweder auf Papier oder auf Textil drucken wollen. Sprich, die einfachste Variante, mit der ihr arbeiten könnt, sind Sticker. Ihr habt mit Sicherheit irgendwelche Sticker, die eigentlich vom Motiv euch überhaupt nicht mehr gefallen, die viel zu kindlich sind.
Die könnt ihr perfekt zum Beispiel dafür nehmen. Ihr nehmt unseren selbstgebauten Rahmen, bitte auf die Außenseite kleben. Ich habe ein paar Kreise, locker drauflegen. Wir machen sie gleich fest, wenn wir das ganze Sieb umdrehen. So, drehen unser Sieb um, drücken die ein bisschen an, stabilisieren das Ganze. Jetzt kommt der eigentliche Druckvorgang. Ihr nehmt euch ein Papier. Achtung bei dem Papier, Kopierpapier geht nicht, denn das Kopierpapier ist nicht saugfähig genug. Das heißt, ihr solltet zumindest mal das Papier aus eurem Schulzeichenblock nehmen. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Ihr legt das Papier auf eine Zeitung, Papier, Sieb obendrauf und dann Siebdruckfarbe. Ihr könnt euch Siebdruckfarbe kaufen, müsst ihr aber gar nicht. Ihr könnt ganz normale Acrylfarbe benutzen. Was ihr euch dann allerdings kaufen müsst, ist eine sogenannte Siebdruckpaste. Und diese Siebdruckpaste hat nichts anderes zu tun, als eure Farbe länger viskos, also länger sapschig zu halten sozusagen. Und dann nehmt ihr, egal welche Farbe, ihr könnt so ein professionell Spachtel nehmen, müsst ihr aber gar nicht. Wenn ihr irgendwas Weiches, Rundes habt, das kann die Rückseite von diesem Kamm sein, das kann aber auch einfach eine dickere Pappe sein, damit funktioniert es auch ganz gut, nehmt ihr einfach die Farbe auf, gebt sie auf das Sieb drauf und dann zieht ihr die Farbe einmal dadurch bis nach oben. Ihr seht schon, ich habe ein bisschen zu wenig Farbe auf der einen Seite. Gleich gehe ich nochmal auf die andere Seite. Ihr werdet gleich sehen, da wir uns das Sieb selber gebaut haben, ist es bei weitem nicht so präzise, wie wir das beim Werner Berges gesehen haben, der wirklich die professionellen Siebe genommen hat, logischerweise. Wenn wir das jetzt abheben, drehen wir das Ganze einmal um. Ihr seht schon, da sind unsere drei Schablonen, sieht man ganz gut. Die kann man jetzt einfach abziehen. Und sollte eine Schablone mal hängen bleiben, das ist auch kein Problem, einfach abziehen. Und das wäre das Ergebnis. Jetzt zeige ich euch das Ganze nochmal mit der selbstgefertigten Schablone. Wenn ihr die Schablone mit der Hand gezeichnet habt, müsst ihr sie noch ausschneiden. Worauf ihr beim Schablonenschneiden achten müsst, ist, die Schablone sollte ungefähr so groß sein wie euer Sieb. Da wir im Sommerthema angefangen haben, habe ich jetzt mal einen Surfer gemacht, der auf einer Welle sitzt. So, fertig ist die Welle mit Surfer. Wollt ihr jetzt noch das Innenleben dieser Welle haben, müsstet ihr das bitte noch einmal extra ausschneiden. Ich habe hier schon mal angefangen auszuschneiden. Wenn ihr am Anfang probiert, probiert es mal mit einer einfachen Variation. Ich zeige euch gleich das mit dem Festkleben. Dafür nehme ich das gefertigte Sieb, denn ich habe die Schablone hier drauf zugeschnitten. Der Einfachheit halber, normalerweise macht man das nicht, aber es erleichtert euch das Leben ein bisschen. Einfach handelsüblichen Kleber, die Ecken ein bisschen festmachen. Und genauso könnt ihr nämlich das Innenleben auch festmachen. Ihr legt euch den Stoff hin. Achtung, beim Stoff legt immer was zwischen rein, damit es euch nicht auf die andere Seite durchgeht. Und es wäre schön, wenn ihr den Stoff vorher bügeln würdet. Ich nehme ihn jetzt so mit Falten, so wie er ist. Wieder auf die andere Seite. Mal gucken, ob meine Rakel da reinpasst. Ja, das ist eine professionelle Rakel. Mit der kann ich das jetzt ganz gut drüber ziehen. Thank you.
Und ihr seht es an der Verteilung ganz gut, da wo die dunklen Flecken sind, da ist sozusagen unser Stoff. Und das heißt, hier habe ich, das ist noch zu hell, da muss ich noch mal ein bisschen rüber gehen. Und jetzt das gleiche wie vorhin, einfach abziehen. Und so kommt dann der Surfer raus. Das war's. So einfach kein Siebdruck sein. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, das selber zu machen, probiert's aus. Vor allen Dingen, worüber wir uns freuen würden, schickt uns die Ergebnisse. Wir blenden euch gleich unten unsere Adresse ein, auf die ihr das schicken könnt. Vielen Dank für heute und bis zum nächsten Art-Hack.